Hi, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall sehr gut, auch wenn keiner danach gefragt hat. Aber wir drehen jetzt ein Video, auf das ich sehr viel Bock habe. Denn wir werden Influencer-Produkte testen. Also Produkte von Marken, die Influencer rausgebracht haben. Oder zum Beispiel auch Produkte, die in Kooperation mit Influencern entstanden sind. Und ihr könnt mir jetzt sehr gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr schon mal ein Influencer-Produkt gekauft? Von einer Influencer-Marke oder von einer Influencer-Kooperation? Und wenn ja, was genau? Es würde mich sehr, sehr interessieren, das zu lesen. Und auch mal zu erfahren, ob so ein paar Sachen auch von mir sind. Übrigens habe ich letztens auf Instagram etwas gedroppt, was ich neu rausgebracht habe. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen, weil das super, super spannend ist und mich unfassbar freut. Und ich werde dieses Jahr auch noch etwas so krasses droppen. Und das werde ich euch dann natürlich auch direkt auf Instagram zeigen. Ich bin mehr als hyped und ich weiß, dass es euch so gut gefallen wird. Ja, schaut einfach mal in meiner Insta-Story vorbei. Ich glaube, ich müsste auch schon die ersten Hinweise jetzt so in dem Zeitraum droppen. Und es wird euch gefallen. Es ist eine 10 von 10. Okay, aber bevor wir jetzt weiter quatschen, starten wir einfach mal mit den Produkten. Und zwar beginnen wir mit den D'Amelio-Schwestern, Charlie und Dixie D'Amelio. Und die beiden haben jeweils so ein Make-up-Set rausgebracht. Ich habe das Set von Charlie auch schon getestet. Dazu habe ich einen TikTok hochgeladen. Könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen. Beziehungsweise folgt mir auch sehr gerne auf TikTok. Ich heiße dort xLetter, also genau derselbe Name wie auf Instagram und auf YouTube. Erstmal Packaging schon mal sehr cool. Bis jetzt wurde nämlich kein Plastik verwendet. Hier steht dann Dixie. Und hier drin sind... Okay, drei Make-up-Produkte. Wir haben hier einmal eine Perk-Up Lip and Cheek Color. Oh Gott, jetzt seht ihr hier meinen dreckigen Spiegel. Ignoriert es einfach. Und ich habe diesen Cheek Lip Balm einfach so oft benutzt. Wow. Der war aber so viel pinker und der ist jetzt so richtig rot. Ich glaube, das sieht voll toll aus. So sieht der aus. Ich trage das immer so auf. Lacht mich jetzt nicht aus, okay? So, und dann noch über die Nase. Jetzt soll ich mir gerade einen Pinsel, um das zu verblenden. Oh, woho. Der ist aber stark pigmentiert. Der ist stärker pigmentiert als der von Charlie. Damit müsst ihr auf jeden Fall viel sparsamer umgehen, als ich es gemacht habe. Ich trage es auch direkt mal auf die Lippen auf. Da seht ihr auch, wie farbintensiv der ist. Um die Lippen abzuschließen, tragen wir jetzt dieses Produkt hier auf. Das ist ein Lip Oil. So sieht das aus. Wieder sehr, sehr knallig. Finde ich total schön. Es fühlt sich einfach wahnsinnig toll auf den Lippen an. Klebt nicht. Hält natürlich jetzt nicht. Krass, wird aber auch nicht versprochen. Ja, ich mag das. Es geht jetzt weiter mit einem Produkt für die Augen. Und zwar ist es so ein Lidschattenstift in einem Braunton. Ich hatte den auch aus dem... schöne Farbe. Ich hatte den auch aus dem Set von Charlie getestet. Hatte der mir jetzt tatsächlich nicht ganz so gut gefallen, weil ich den ein bisschen zu hart fand. Der hier ist von der Farbe wirklich unfassbar toll. Und ja, der gefällt mir sehr gut. Eine sehr schöne alltagstaugliche Farbe auch. Oh ja, sieht sehr schön aus. Ganz, ganz, ganz natürlich. Fazit von dem Ganzen, ich mag die Make-up-Sets der D'Amelio-Schwestern sehr, sehr gerne. Finde ich cool. Das Einzige, was mich mega verwirrt, ist das Werbebild von diesem Set von ihr. Das Augen-Make-up verstehe ich. Das kommt auf jeden Fall hin mit dem Produkt. Aber die Lippen und die Cheeks? Das Produkt ist viel intensiver als das, was hier dargestellt wird. Naja, geht jetzt auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Produkt. Ich bin Mitglied im Mahina Club von Pulay. Das ist ein monatliches Schmuckabo. Und das ist das Paket, was ich eben diesen Monat erhalten habe. Und ich habe das geöffnet und gesehen, dass das auch eine Kooperation ist mit einer Influencerin. Deswegen habe ich es dann auch schon wieder geschlossen. Und wir werden das jetzt gemeinsam weiter öffnen. Kurz zum Mahina Club von Pulay. Das ist das Prinzip folgendes. Und zwar zahlt man 25 Euro im Monat. Erhält dann jeden Monat ein Paket mit Schmuckstücken im Wert von mindestens 60 Euro. Und ihr erhaltet dann immer ein exklusives Schmuckset und mindestens eine Kette ist mit darin enthalten. Das, was ich am Mahina Club so nice finde, ist, dass das exklusiv noch nicht gelaunchte Schmuckstücke sind. Das heißt, sie gibt es dann auch noch nicht im Online-Shop, aber ich kann sie dort schon tragen. Und ich zeige euch dann mal, was diesen Monat drin war. Und zwar ist es die Bold Edition bei Christina Biluca. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Sie ist auf jeden Fall wunderschön und ich sehe hier schon auf dem Foto die Schmuckstücke. Sieht sehr, sehr nice aus. Also das hier war dann einmal drin und... dann schauen wir uns jetzt mal das Schmuckset an. Ta-da-da-da! Ich würde sagen, ich probiere die Schmuckstücke direkt mal an, dann können wir besser darüber reden. Die Schmuckstücke, die ich gerade trage, sind übrigens auch alle von Pulay. Die Kette, die Ohrringe, das Armband. Ihr könnt sehr gerne meinen ganzen Instagram-Feed runterscrollen. Da werdet ihr einfach konstant die ganze Zeit Pulay-Schmuckstücke sehen. Genauso wie bei all meinen ganzen YouTube-Videos. Trage die Teile einfach super oft. Und die sind jetzt eben neu dazugekommen. Hier seht ihr die Schmuckstücke auf jeden Fall getragen. Hat die gute Christina sehr, sehr schön gemacht. Die sehen sehr einzigartig aus. Die haben so ein mattes, gehämmertes Design. Ihr habt hier einen sehr, sehr auffälligen Knebelverschluss und eben auch noch passende Kreolen.
gefällt mir sehr gut. Ich trage übrigens meine Filet-Schmuckstücke auch immer beim Duschen, auch wenn ich ins Meer gehe. Ihr seht ja auch, was so mein Lifestyle ist. Das funktioniert alles super damit. Das Abo von Mahina Club ist übrigens monatlich kündbar und ihr könnt das Abo in Gold, Silber oder Roségold abschließen und auch die Farbe innerhalb des Abos wechseln. Falls ihr jetzt sagt, okay, ich bin doch nicht mehr so der Goldtyp, ich trage jetzt lieber Silber. Ich habe auch einen Filet-Code, der lautet JuliaBold. Da bekommt ihr 15% Rabatt auf euren ersten Monat im Mahina Club. Ich packe euch auch einen Link in die Infobox und der Code ist ab jetzt für 14 Tage gültig. Übrigens war in dem Paket auch noch dieses Produkt hier drin. Das hier ist eine Haarmaske. Auch von Christina. Riecht voll gut. Es geht weiter mit dem nächsten Influencer-Produkt und zwar Dirty. Genau, Dirty von Shireen David. Ich habe jetzt mal alle Sorten gekauft. Warum ist hier ein X drauf? Ach, das gehört zum Design. Auf jeden Fall haben wir hier Candy Shop. Den habe ich tatsächlich schon probiert, aber Jonas noch nicht. Und Jonas ist so ein Typ, der trinkt halt wirklich nur Wasser, schwarzen Kaffee und Whisky. Und ich möchte dem das so unbedingt mal geben. Ich glaube, er wird es hassen. So wie ich ihn einschätze. Und dann haben wir hier einmal Blueberry. Den hatte ich zeitgleich mit meinem ersten Candy Shop gekauft. Allerdings habe ich den noch nicht getestet, weil ich dann schon wusste, dass ich dieses Video hier drehen möchte. Und dann habe ich mir eben noch Wet Peach geholt. Denn ich wollte es dann komplett haben. Ich glaube, wir starten mal mit Wet Peach, weil das noch so am unspektakulärsten ist. Glaube ich von dem, was ihr mir geschrieben habt. Das hat noch am meisten Ähnlichkeit mit so Standard Pfirsich-Eistees, die man halt einfach schon kennt. Gut schütteln. Dann öffnen wir es mal. Jonas ist noch nicht da. Der ist gerade was am Auto holen. Ich habe schon ein bisschen Geschmack an meinem Finger hier erahnen können. Hat einfach was von einem sehr nicen Pfirsicheistee. Kann ich gar nicht anders beschreiben. Also den kann man auf jeden Fall mal probieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, nee, den mag ich nicht, weil was soll man daran nicht mögen? Es sei denn, man mag einfach generell keine süßen Getränke, aber dann sollte man sich vielleicht auch nicht Eistees anschauen. Finde ich nice. Eigentlich brauche ich jetzt Jonas für den Geschmackstest, aber er ist nicht da. Dann muss ich noch ein paar Minuten warten. Und cut. Mein Ehemann ist da. Schönen guten Tag. Wenn ihr dieses Video seht, sind wir übrigens schon ein Jahr verheiratet. Gar keinen Bock. Das will ich hören. Und darauf stoßen wir doch direkt mal an. So, probier das. Soll nach Pfirsich schmecken. Wenn du schon so sagst, soll nach Pfirsich schmecken. Ja, doch. Schmeckt nach Pfirsich. Ja, ist okay. Ich mag halt generell kein Eistee, aber ist okay. Zweite Sorte, die ich... Warum schüttelst du den? Den soll man schütteln. Steht sogar hier drauf. Kommt die Alu-Cap hier wieder ab. Die kommt danach übrigens wieder in die Alu-Dose, damit man das gemeinsam recycelt. Fresh. Ich finde, die Sorte kenne ich schon, deswegen, hey, aber ganz kurz was dazu erzählen. Soll ich jetzt schon sagen, wie ich finde, dass sie schmeckt? Oder soll ich es erstmal Jonas geben? Ich gebe es erstmal Jonas, okay? Okay, das ist Candy Shop. Da fällt mir im Song ein. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Oh, Jonas! Das ist wirklich, also das ist, nee, das schmeckt gar nicht. Das ist einfach nur, das schmeckt wie Zuckerbrühe. Also ich finde, boah, mich regt dieses eine Haar hier hinten voll auf. Ich finde, das schmeckt wie Boom Boom Eis. Kennst du noch Boom Boom Eis? Ja. Hat eine Ähnlichkeit. Ja. Und kennst du so diese ganz süßen Kinderzahnpasta? Die hast du wahrscheinlich nie bekommen. Du hattest ein viel zu behütetes Kinder... Da waren wir viel zu öko für. Ja, da waren die viel zu öko für. Die hattest du wahrscheinlich, ich hatte die, diese die so ultra süß waren. Die Kräutergeschmack. Und also ich hatte eine vollkommen andere Kindheit. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass Jonas einfach kein SpongeBob gucken durfte, so bis er 18 war, bis er mich kannte. Nein, ich wollte aber auch nicht. Ich habe das nie verstanden. Ich bin's richtig nice. SpongeBob oder dein Eisbär? Beide. Der nächste. Willst du nicht, dass ich schüttel oder was? Stört dich das so? Ja, gleich wieder das Zeug oben raus. Den triggert das richtig. Okay, ich finde auf jeden Fall die Farbe vom Packaging ultra nice. Das ist die Sorte Busty Blueberry. Auf dich. Kann ich nicht beschreiben. Heißt das, wie schmeckt nicht nach Blueberry? Doch, aber irgendwie so relativ natürlich. Keine also Ahnung. Nach dem Candy Shop-Ding bezweifle ich, dass das natürlich schmeckt. Ich muss tatsächlich sagen, dass Candy Shop meine Lieblingssorte ist. Oh. Ja, nimm du mal. Nee. Also nicht so schlimm wie Candy Shop, aber einfach nur süß. Aber den findest du ganz gut? Peach? Noch am besten, ja. Also ich glaube, der wird jedem schmecken. Ich finde den hier am speziellsten. Ich mag ihn aber persönlich am liebsten. Ich glaube, den muss ich mir nochmal holen. Ich glaube, dafür brauche ich Sonne und einen Balkon. Dann kann ich besser den Geschmack einschätzen. Nächstes Jahr dann. Dann geht es weiter mit der nächsten Influencer-Brand. Und zwar Naturally Pam. Da habe ich mir diese beiden Produkte hier gekauft. Also das Erste, was mir schon mal aufgefallen ist, ist, dass das schon ein stolzer Preis ist. Ich glaube, fast 5 Euro habe ich jeweils für die Packung bezahlt. Aber gut, Qualität hat auch ihren Preis. Sie wirbt mit Packaging, das sich recyceln lässt.
Test. Organic and vegan, no cane sugar, gluten free und noch ein bisschen mehr. Ich habe mir diese Nut Clusters jetzt in zwei Sorten geholt. Und zwar einmal Peanut Choco und Crunchy Cacao. Und wir fangen jetzt einfach mal mit Peanut Sugar an, würde ich sagen. Riecht schon so richtig, wenn man es öffnet. Nach Nuss. Und doch. Lecker. Ja, lecker. Ich glaube, da haben wir beide gar nicht so viel zu sagen, außer dass es schmeckt. Und das, woraus sie bestehen, schmeckt man auch. Also einfach Würfel mit Erdnüssen, Erdnusspaste und Schokolade. Genau das ist es auch einfach. Ja. Finde ich ganz nice. So, dann nehmen wir diese Crunchy irgendwas. Fand die irgendwie viel geiler. Beide lecker. Oh ja, ich glaube, ich fand die ersten auch besser. Die hier schmecken ungesünder, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht sind. Die zweiten sind viel süßer. Echt? Ja. Finde, die hier schmecken viel... Ich nehme mal das erste. Schabernack, ich muss mal mit absehen. Ist ja voll gut, dann können wir uns das ja... An Jonas Gesichtsausdruck kann ich sehen, dass er die hier besser fand. Nee, du fandst die hier besser. Ja. Aus irgendeinem Grund finden wir einfach beide die hier besser. Hier sind übrigens mit Haselnuss, Mandeln und Kakao. Die sind echt geil. Die schmecken mir irgendwie zu gesund. Es gibt natürlich auch noch super viele weitere Influencer-Produkte, die ich regelmäßig immer in meinen Stories austeste. Also schaut dort sehr gerne mal vorbei. Ich zeige generell auch sehr viel PR, weil ich das immer sehr unterstützenswert finde, wenn quasi Influencer-Kollegen Produkte selber rausbringen, weil ich auch einfach selber weiß, wie viel Arbeit und wie viel Mühe immer dahinter steckt. Und ich dann irgendwie auch meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass das auch appreciated wird. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, welches Influencer-Produkt ihr mal geshoppt habt und vielleicht auch mal, ob ihr damit happy oder zufrieden wart. Bin sehr gespannt zu lesen, wie viele schon mal ein Produkt von mir geshoppt haben. Und ja, ansonsten schaut sehr gerne auf meine Instagram-Seite vorbei, falls ihr up-to-date sein möchtet. Denn wenn ihr dieses Video seht, bin ich übrigens gerade weg auf meiner Reise zum ersten Hochzeitstag. Ihr findet Links und Infos, wie versprochen, in der Infobox. Ansonsten könnt ihr euch sehr gerne eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Hier sind meine Social-Media-Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch dann noch einen sehr, sehr schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!